heute wieder im Speziellen die Fußballfreunde, heute schon eine Stunde früher. Wir talken heute über die Wiener Liga und jetzt um 17 Uhr mit dem Alfred Niefergal, Cheftrainer von Koma Elektra Wien. Servus, Alfred. Servus. Hallo, also seit März liegt ja der Fußball in der Wiener Liga still. Ihr seid am dritten Tabellenplatz gelegen. Nach vorne, da war die Vienna eigentlich weg, war nur mehr wenig Hoffnung und nach hinten hat man keine Probleme gehabt. Wie geht's euch jetzt nach der Pause? Wann habt ihr wieder mit dem Training begonnen? Wir haben am 15. Mai wieder mit dem Training begonnen, genau nach den Vorschriften mit Abstand halten, Kleingruppen, Kabinen, die nicht benutzt werden dürfen und so weiter. Jetzt sind ja wieder ein paar Lockerungen dazugekommen, das heißt, jetzt ist es dann schon angenehmer. Und ja, uns geht's eigentlich sehr gut. Wir sind, bei uns ist der Kader schon komplett und wir können vom Training her sehr, sehr viele Sachen machen, halt mit Ausnahme eines klassischen Fußballspiels und den dazugehörigen kleineren Spielformen. Also mit Körperkontakt und so weiter fällt halt alles weg. Aber wenn man sich so anschaut, wie sich die Situation und auch die Zahlen entwickeln, müsste ja da dann doch bald wieder richtig losgehen. Auf Fußball mit Fans, ich sage jetzt nicht mit vollbesetzten Stadien, aber da hätte man auch sicher Möglichkeiten, zumindest eine kleinere Kapazität wieder auszunützen, besonders auch im Amateurbereich, oder wie siehst du das? Die größte Hoffnung ist, dass keine zweite Welle kommt oder wenn sie kommen sollte, so wie sie vielleicht auch von der Politik irgendwie vorhergesehen wird, dass es nur eine kleine Welle ist und die Lebensbereiche nur minimal beeinflusst. Das ist die größte Hoffnung, weil alles andere führt vorbei an Normalität und im normalen Leben und auch im Fußballleben. Das heißt, wenn wir auf so eine zweite Welle zusteuern, dann ist all das, was wir jetzt quasi wieder uns zurück oder was wir zurückgewonnen haben, ist wieder null und nichtig und wir fangen quasi wieder von vorne an zurück zum Start. Ich hoffe, dass es nicht so ist und dass wir so bald wie möglich wieder den ganz normalen Betrieb aufnehmen können, Stück für Stück. Und ich schaue mir gern Spiele an mit vollen Stadien. Unser Stadion ist nicht immer voll, aber es ist definitiv bei uns auch immer gute Stimmung und es ist schon, vor allem wenn man jetzt merkt beim Fernsehen, wenn man sich ein Match anschaut, und man hört jeden Spieler irgendwelche Kommandos rufen oder den Trainer herumschreien. Es ist zwar aus Trainersicht sehr interessant, weil du dich noch mehr konzentrieren kannst auf das Geschehen, aber es fehlt komplett dieser Fußballspirit, diese Stimmung von den Fans, die Gesänge und alles, was dazugehört. Es ist so, wenn du früher, weiß ich nicht, zu Hause gewesen bist und der Partner schon geschlafen hat oder die Partnerin in dem Fall und du hast es Fernseher als Match angeschaut und hast den Ton abgedreht. So ungefähr ist es jetzt. Und das ist damals schon nicht lustig gewesen und jetzt umso weniger. Jetzt hast du mir die nächste Frage schon aus dem Mund genommen, weil ich dich fragen wollte, wie dir die Geisterspiele gefallen. Zuerst eine andere Frage, Ferdi Feldhofer, der Coach vom WAC, der übergibt jetzt seine neuen taktischen Anweisungen immer mit Zettel an einen Spieler, damit er es nicht rausbrüllen muss. Ist das für dich eine Variante? Ja, wenn ein Zettler vorher desinfiziert hat, ist es sicherlich keine schlechte Idee. Aber bei uns ist es egal, weil, also egal, hört sich jetzt blöd an, weil wir haben es vor der Corona-Krise rausgerufen, wenn es Sachen gibt, oder ich habe es vor der Corona-Krise jemandem hergeholt und habe es ihm gesagt. Ja, und bevor ich dann noch irgendwas hinkritzel und der liest es vielleicht falsch und macht dann noch was anderes, mache ich es wie bisher. Und ja, auch wenn im Normalfall weiß man ja, was der Gegner vorhat. Und wenn die Mannschaft gut genug ist, es umzusetzen, kann die gegnerische Mannschaft dann auch wissen, was man vorhat. Wenn man selber einfach sehr gut umsetzt, ist es dann nicht so wichtig. Noch einmal zu den Geisterspielen. Es haben ja praktisch alle großen Ligen wieder gestartet. Hat sich für dich am Spiel etwas geändert? Der Heimvorteil, den gibt es ja praktisch überhaupt nicht mehr. Und wenn ich mir die Spiele so anschaue, es gibt es nicht mehr, dass die Spieler liegen bleiben. Also ich glaube, die Nettospielzeit ist um etliches höher. Wie siehst du das? Boah, kenne ich keine Zahlen. Ich weiß es nicht. Was mir auffällt, ist,
ist, dass die Qualität der Spieler jetzt vom Fußballischen her schlechter war, jetzt nicht schlecht, aber schlechter war, was nachvollziehbar ist, wenn man über, weiß nicht, 2 Monate lang nur passen darf oder wenn überhaupt was machen darf und eigentlich sehr kurzfristig auf die Spiele vorbereitet worden ist. Nicht, dass sie es verlernt hätten, aber es wirkt sehr körperbetont, sehr intensiv. Also es auch viele Ballverluste, also immer im Vergleich zu vorher. Also sehr, sehr viel Athletik. Mehr so das Old English, so hin und her die ganze Zeit, hohe Dynamik. Ich glaube, dass das sich bald wieder fangen wird, dass es für die Bundesligisten nicht leicht ist, dass sie jede Woche 2 Spiele haben, also eigentlich Spiel regenerieren, vorbereiten, Spiel regenerieren, ist nach der Tristesse, die vorgeherrscht hat, wo man nichts gehabt hat am Wochenende, hast du plötzlich einen Overload. Also ich könnte vorstellen, wenn du die Kader nicht groß genug sind, dass sich da möglicherweise auch Verletzungen anhäufen werden, weil du einfach zu oft spielen musst und der Körper nicht die Möglichkeit hat, sich zu erholen. Hat sich ja jetzt auch nicht erholt in 2 Monaten, weil du ja auch Heimprogramme hast oder irgendwas trainieren hast müssen. Also ja, ich glaube, dass der richtige Fußball dann wieder mit der nächsten Saison losgeht, wo eine normale Vorbereitung stattgefunden hat, so wie man es gewohnt ist. Und dass es jetzt auf alle Fälle so ist, dass man versucht halt zu retten. Was zu retten ist jetzt übertrieben, aber so gut wie möglich über die Bühne zu bringen. Bevor wir jetzt wieder zur Wiener Stadtliga und zur Elekta zurückkommen, noch 2 Fragen, die ich derzeit jedem stelle. Der Laske ist ja bestraft worden, weil er schon vorher, angeblich waren es 4, manche sagen auch mehr, Mannschaftstrainings richtige gemacht hat. Wie hast du da die Strafe empfunden mit 6 Punkte Abzug und 75.000 Euro Strafe? War die für die angemessen, zu hoch oder zu niedrig? Möchte ich mir gar nicht anmaßen, das zu beurteilen. Ich weiß nicht, wer halt den Grad der Gefährdung da festlegt. Und ich würde es auch sinnvoll erachten, wenn man so Richtlinien aufstellt, dass man dann auch die Konsequenzen im Vorhinein schon festlegt, damit Vereine, die dann vielleicht doch früher anfangen zu trainieren, wissen, was auf sie zukommt. Meiner Meinung nach ist es ein bisschen willkürlich. Ja, also ist Geschmackssache. Ich finde, dass dadurch der Wettbewerb in der Bundesliga komplett verzerrt worden ist. Ich habe es auch nicht logisch gefunden, dass immer diese 4 Tage vorher, also ob das ein Vorteil gewesen wäre, dass ich jetzt 4 Tage vorher Mannschaftstraining beginne oder ob ich dann genauso anfange wie alle anderen. Ja, jetzt haben sie halt die Rechnung präsentiert bekommen. Wie gesagt, ich sehe da mehr Willkür dahinter als irgendwie einen logischen Zusammenhang zwischen die, abgesehen davon, wie gesagt, es ist gefährlich oder gefährlich, aber ja, scheint mir doch etwas hoch zu sein. Vor allem der Punkteabzug. Glaubst du, dass sich das ein bisschen in die Köpfe der Spieler eingebrannt hat, dieses Urteil? Weil wenn man die Leistungen vom Last vergleicht im Herbst und dann jetzt, so scheinen sie, da ist nicht mehr diese Selbstverständlichkeit, diese Automatismen. Glaubst du, dass das damit auch zu tun hat, ein bisschen? Weil Psychologie wird ja im Sport immer wichtiger. Psychologie war immer wichtig und wird immer wichtig bleiben. Es nimmt halt der Druck rundherum um das Ereignis nimmt noch zu, mit Medien und so weiter, Sponsoren, Geld und so weiter. Je mehr da dabei ist, desto höher wird der Druck. Aber ich bin hundertprozentig sicher, dass das mitschwingt bei denen. Vorher, wie du gesagt hast, die waren gleich auf mit Salzburg, sogar davor. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn du sagst, ich bin jetzt vor Salzburg. Das ist, wenn ich gegen einen als Underdog unter Anführungszeichen gegen eine stärkere Mannschaft in ein Spiel gehe und bin in der 75. Minute oder 70. Minute noch 1:0 vorne und plötzlich sagt der Schiedsrichter, steht 4:1. Ja, dann wird auch ein bisschen die Luft draußen sein für die letzten 20 Minuten. Und ich glaube, dass es beim LASK ähnlich ist, dass es natürlich für die nicht leicht ist, dass die sehr mehr erhofft haben, dass die vielleicht irgendwie so gefühlt haben wie eine Mannschaft, die Salzburg schlagen kann heuer, was ja definitiv möglich gewesen wäre. Und ja, durch eine Nachlässigkeit oder ich will es jetzt nicht irgendwie näher benennen, aber haben sie sich mehr oder weniger auch selber um die Früchte ihres Erfolgs gebracht. Zweiter Aufreger derzeit in der Bundesliga. Néstor El Maestro ist gesperrt für 4 Spiele.
war auch in Hartberg nur auf der Tribüne und dann war er mit dem sportlichen Leiter, mit dem René Schicker, im Mannschaftsbus in der Pause. Die zwei sagen aber, sie haben sich nicht getroffen. Der eine hat ein Ladekabel geholt und der andere war nur auf der Toilette. Wie wahrscheinlich ist das für dich? Du kennst da Mannschaftsbusse, also inwiefern würdest du dies als Ausrede oder als Wahrheit einstufen? Es sind Sachen, die sind so weit entfernt von meiner Realität. Ich bin der Meinung, dass man sehr viele Sachen überbewerten kann, die wenig mit dem Spiel zu tun haben. Die Frage ist natürlich auch, wie wichtig ist der Trainer, oder welche Wichtigkeit hat der Trainer auf der Ersatzbank? Wie sehr beeinflusst er das Spiel? Wie sehr leidet das Spiel darunter, wenn jetzt nur der Assistenztrainer dort sitzt, der genaue Instruktionen hat? Was bringt es, wenn ich den Trainer jetzt auf die Tribüne setze und der vielleicht dann mit dem Co-Trainer in Verbindung sein kann und wenn nicht über irgendwelche anderen Wege? Aber spielt nur im Endeffekt die Mannschaft, die natürlich auch vom Trainer die notwendigen vielleicht Veränderungen braucht. Aber ich glaube, dass da einfach dem Ganzen viel zu viel Wichtigkeit bei, ist meine persönliche Meinung, viel zu viel Wichtigkeit beigemessen werden. Also es sind, Spieler haben Aufgaben, die sie umsetzen müssen. Das ist wir gegen die. In 1 gegen 1, in Gruppen, in Mannschaft und die müssen versuchen, das umzusetzen und sehr gute Mannschaften entwickeln eine Eigendynamik im Spiel und reagieren auf Veränderungen vom Gegner. Natürlich ist es sehr hilfreich, wenn der Trainer draußen steht und das von draußen noch besser erkennt oder schneller erkennt, aber eine Mannschaft sollte auch ein eigenständiger Apparat sein, der mit Problemen am Feld selbstständig zurande kommt. Du hast die UEFA A-Lizenz. Hast du auch vor, in weiterer Folge die Pro-Lizenz zu machen? Das würde ich zwar sagen, das war mal mein Plan. Ob ich es wirklich machen werde, wird sich in den nächsten 1, 2 Jahren herausstellen, weil ja, Pro Lizenz reinzukommen ist erstens nicht so leicht. Die Frage ist, wenn machen, müsste der nächste Schritt auch sein, dass ich mich in weiteren, also weiter oben versuche, irgendwie zu etablieren bei anderen Vereinen, also in höheren Ligen sozusagen. Und ich glaube, dass man sich auch ohne jetzt die Ausbildung irgendwie in Frage zu stellen, ich glaube, dass wenn man sehr engagiert ist, dass man sich auch über andere Mittel oder andere Wege sehr viele Informationen sammeln kann, ob das jetzt bei Hospitin ist, bei Freunden oder bei anderen Trainern oder mit anderen Trainern, mit denen man befreundet ist, auszutauschen oder bei Trainings zuzuschauen, im Internet Bücher zu lesen. Ich glaube, da kann man auch schon sehr viel abdecken. Natürlich ist die Trainerausbildung UEFA Pro Lizenz auf einem ganz anderen Niveau, ist noch eine Etappe höher, weil da natürlich auch Leute dort sind mit viel Erfahrung. Ob ich das machen werde oder nicht, wie gesagt, grundsätzlich habe ich es vorgehabt. Für mich ist es nur die Sinnhaftigkeit. Wenn ich es mache, dann muss ich oder möchte ich später machen, mit dieser Ausbildung auch was weitermachen. Heißt, vielleicht weiter oben im Fußball irgendwo unterkommen. Und das ist die Frage, die sich in den nächsten 1 bis 2 Jahren beantworten wird. Da wollte ich hin mit dieser Frage, weil es wird von vielen kritisiert, dass es wahnsinnig schwer ist, in diese Pro-Lizenz, also hineinzukommen, in diese Ausbildung. Siehst du das auch so, dass dort zu sehr ausselektiert wird, oder sagst du, das ist schon richtig? Naja, man muss berücksichtigen, wie viele Plätze es gibt in Österreich für Trainer mit dieser Ausbildung. Das heißt, man muss halt, der ÖFB muss es schaffen, oder hat es in meinen Augen auch geschafft, eine gute Balance zu finden zwischen Angebot und Nachfrage, sodass es nicht so ist, dass man nur 20 Trainer hat, die 20 Jobs besetzen, sondern dass es auch innerhalb der Trainer gute Konkurrenz gibt, dass man da auswählen kann. Die Ausbildung war längere Zeit für mich nicht so durchsichtig, wie diese Kriterien waren, aber ich finde, dass sie in den letzten Jahren mit dieser Ausbildung neue, richtig gute Akzente gesetzt haben und vor allem auch, das war immer mein Zugang, auch nicht nur vielleicht tritt jetzt jemanden auf die Beine oder so irgendwas oder auf die Zehen, nicht nur den Faktor, ich war mal ein guter Fußballer, deswegen habe ich jetzt das Recht oder mehr Recht. Auch ein Trainer zu werden, sondern dass man vielleicht auch mal die Leute, die vielleicht nicht so hoch gespielt haben, auch mal ein bisschen zum Zug kommen lässt und denen auch die Möglichkeit gibt, ihr Wissen, ihr Engagement
und ihre Arbeitsbereitschaft, die sie an den Tag legen, auch damit einfließen zu lassen. Weil ich glaube, wenn man sich die ganzen Vereine anschaut, gibt es immer wieder sehr erfolgreiche Trainer, die nicht Bundesliga gespielt haben. Und das sollte eigentlich auch ein Zeichen dafür sein, dass man einerseits nicht sagt, okay, es wird jetzt nicht mehr bewertet, dass man in der Bundesliga gespielt hat oder Europa League oder ganz, ganz oben, weil das sind Erfahrungen, die kriegt man als Normalsterblicher nicht. Und die sind auch ganz, ganz wichtig, finde ich, für eine zukünftige Trainerlaufbahn. Aber ich glaube, so eine Kombination aus zwei Personen, der eine auf der einen Seite, der sehr viel Erfolg gehabt hat als Spieler und jemand, der vielleicht ein sehr akribischer Arbeiter ist, der sich sehr wissenschaftlich vielleicht orientiert und selbst auch Fußball gespielt hat auf einem gewissen Niveau. Ich glaube, so eine Kombination könnte sehr große Früchte tragen. Aber du wirst mir recht geben, dass sich die Trainerausbildung in Österreich in den letzten 15, 20 Jahren enorm verbessert hat, was man ja auch daran sieht, wo die österreichischen Trainer überall erfolgreich tätig sind. Also ich finde, dass mit dem Kollegen Thalhammer eine neue Ära eingeleitet worden ist in der Trainerfortbildung. Also ich bin bei den letzten Fortbildungen dabei gewesen und es wird ein bisschen nicht nur Fußball, sondern es wird auch versucht, andere Aspekte zu beleuchten aus anderen Sportarten oder aus komplett anderen Teilbereichen des Sports, die aber einen Zugang haben zum Fußball. Also nicht nur dieser isolierte und engstirnige Blick, den man da immer gehabt hat, nur Fußball, 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 sondern es gibt, finde ich, auch sehr viele Sachen außerhalb des Fußballs, die dem Fußball selbst da helfen können. Und ich glaube, das ist dann einmal Möglichkeit, innovativ zu sein, neue Sachen mit einzubringen und auch dadurch den Fußball zu verändern, anzupassen, vielleicht Möglichkeiten zu schaffen, jemand anderem zu voraus zu sein mit irgendwelchen Ideen, ob das aus dem Basketball kommt oder aus der Psychologie oder aus welchem Sparten auch immer. Ich finde es einfach so ein ganzheitlicher Blick, der jetzt gerade auf den Fußball und in der Ausbildung auch gelegt wird, den finde ich richtig gut. Vor allem auch die Qualität der Vortragenden ist für mich hervorragend gewesen die letzten Male. Also die Zeit ist wie im Flug vergangen. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht den Herrn Thalhammer und Co. in den Himmel loben, aber das ist meine Meinung ist, haben sie sehr, sehr viel richtig gemacht. Und das wird sie hoffentlich auch in den nächsten Jahren noch. Also ich glaube, dass die Früchte dann erst in den nächsten Jahren dann vielleicht geerntet werden können. Das hoffe ich auch. Jetzt kommen wir zurück zu deinem aktuellen Verein, zu Elektra. Ihr wart ja in der Stadtliga Dritter. Bevor wir aber dazu kommen, es gibt derzeit weltweite Proteste gegen den Rassismus und Elektra hat sich ja immer der Integration verschrieben, war bei Elektra immer ein wichtiges Thema und da hat der Club auch ein tolles Video vorgestellt und das werden wir jetzt einmal einspielen. Wir sind Spanier. Wir sind Russen. Wir sind Bosnien. Wir sind Ungarn. Wir sind Rumäner. Wir sind Nigerianer. Wir sind Polen. Wir sind Finnen. Wir sind Serben. Wir sind Kroaten. Wir sind Ägypter. Wir sind Franzosen. Wir sind Österreich. Wir sind Österreich. Wir sind Elektra. Ich kriege richtiger Gänsehaut bei dem Video. Ist das nicht eine der tollsten Seiten des Sports und im Besonderen auch des Fußballs, Alfred? Ja, also es kann eine der schönen Seiten des Fußballs sein, dass es anders sein kann, glaube ich, gibt es genug Gegenbeweise. Aber wir sind gerade, wir Lehrer und wir machen gerade das Thema in der Schule durch, Rassismus. Dementsprechend bin ich da gerade sehr sensibel darauf. Ich finde einfach, das ist das, was wir akzeptieren müssen, ist, oder müssen sollen, müssen im positiven Sinne ist, dass wir alle Menschen sind. Unabhängig, ob wir aus Österreich kommen, irgendwann einmal hat irgendwer beschlossen, dass der links wohnt, der Österreicher ist und der, der rechts wohnt, keiner ist. Und das hat sich dann in den letzten Jahrhunderten wieder verschoben und hin und her geschoben. Und es wird zunehmen, dass sich die Leute immer mehr vermischen.
Wie gesagt, bei uns in der Schule habe ich die lustigsten Namen. Ich finde es so genial, dass man mit Menschen aus aller Herren Länder gemeinsam reden kann, sie austauschen kann, Kulturen befragen kann. Also ich finde es richtig cool, weil es auch einfach eine riesen Bereicherung fürs Leben ist. Ich verstehe Menschen nicht, die an so alt eingehe. Es ist, wenn ich so, keine Ahnung, wenn ich sage, ich würde jetzt nicht mehr mit Kutschen herumfahren. Mag ja keiner, fährt ja jeder gerne mit dem Auto. Also man sollte sich ja weiterentwickeln. Und die Welt entwickelt sich weiter, und wer sich nicht weiterentwickelt, vielleicht haben manche Menschen Angst vor Weiterentwicklung oder sich zu öffnen. Ich habe da schon oft Diskussionen geführt. Ich finde es natürlich, also ich finde es einfach absolut unnötig, dass man, warum auch immer, Menschen, die anders sind, anders behandelt. Ja, hat oft auch historische Gründe, warum das so ist. Oder eigentlich fast immer. Und geht irgendwie aus manchen Köpfen nicht weg, oder wird auch von Generation zu Generation weitervermittelt. Ja, ich finde das einen ganz einen tollen Beitrag von unserem Verein. Hat mir selber sehr, sehr imponiert, weil ein paar Spieler von uns auch dabei sind, aus der Kampfmannschaft. Und ich finde auch bei uns diese Durchmischung von, wie gesagt, Ägypter, Finnen, Nigerianer, Österreicher, wie gesagt, diese ganzen Worte, diese Länder haben ja für mich auch keine Bedeutung. Für mich gibt es eine Unterscheidung zwischen guten und schlechten Menschen. Das ist meine Grundunterscheidung. Und das ist egal, ob der jetzt aus Österreich kommt oder ob das mein Nachbar ist. Es kann ein guter Mensch sein oder es kann ein schlechter Mensch sein. Und das ist meine Unterscheidung. Ich glaube, so sollten auch alle anderen Menschen ihre Mitmenschen beurteilen. Ist es ein guter Mensch, je nachdem, was er macht, oder ist es ein schlechter oder böser Mensch? Und Elektra hat ja damit auch leidvolle Erfahrungen gemacht, wurde ja Ende der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts praktisch aufgelöst, wegen seiner Nähe zu den damals Sozialisten, heute Sozialdemokraten, aber dann 1945 wieder reaktiviert. Jetzt kommen wir aber zum aktuellen Fußball. Ihr wart nach der Herbstsaison Dritter hinter Vienna und auch auf Center. Wie warst du mit der sportlichen Leistung im Herbst zufrieden? Überschaubar. Und zwar deswegen, weil ich der Meinung bin, dass in der Mannschaft viel mehr Potenzial drinsteckt, wäre oder hätte, oder wäre, als sie es dann wirklich präsentiert haben. Wir haben im Nachhinein betrachtet sehr oft durch individuelle Fehler Punkte hergeschenkt, die nicht notwendig waren. Die Frage, die ich mir dann am Ende stelle, ist es dann, welche Qualität ist es? Ist es eine körperliche Qualität, die vielleicht fehlt, oder es ist eine mentale Qualität, die fehlt. Und mein Schluss war, nachdem ich die im Training immer sehe und auch in jedem Spiel, dass es offensichtlich an einer mentalen Qualität gelegen ist, dass sie es vielleicht nicht geschafft haben, über gewisse Punkte drüber zu gehen, über vielleicht das Ego zurückzusetzen und das Team zu fungieren. Wir haben einen großen Kader gehabt, es hat einen großen Konkurrenzkampf gegeben, das heißt, es sind Spieler auf der Bank gesessen, da haben nicht gespielt, die normalerweise immer gespielt haben. War für uns auch eine riesen Herausforderung. Würde auch sagen, dass wir da wahrscheinlich nicht den besten Weg gefahren sind, weil es uns jetzt besser funktioniert. Ob das jetzt an uns gelegen ist oder ob es an den Charakteren gelegen ist, weiß ich nicht. Nehme sicherlich auch einige Schuld auf meine Kappe, aber wir haben uns unterm Wert verkauft, und halt hätten im Herbst mit der Vienna gleich auf sein können und hätten dann eine andere Früh. Hätten ist eh gut. Es war nicht so und es ist eh nicht zu Ende gespielt worden. Und dementsprechend ist es für uns gar nicht so tragisch, weil wir 8 Punkte hinten gewesen sind und jetzt ist die Saison zu Ende und jetzt kriegen wir heute eine zweite Chance. Ja, und im kommenden Jahr feiert ja der Athletiksportclub Koma Elektra sein 100-jähriges Bestehen. Man hat die Mannschaft auch schon verstärkt. Der Roman Holzgetan kommt aus Gerersdorf-Stammersdorf. Der Mario Fürtaler kommt aus der Regionalliga von Strippin. Der Philipp Kostic kommt aus Frankfurt, Entschuldigung, aus Bisamberg. Also, was für Ziele hat man? Was will man zum 100-jährigen Jubiläum? Will man vielleicht da sogar den Meistertitel und den Aufstieg in die Regionalliga feiern? Wir wollen die Wiener definitiv wesentlich mehr ärgern, als es im Vorjahr der Fall war. Wir wollen den Verein in seinem 100-jährigen Jubiläumsjahr richtig gut präsentieren. Und wir haben uns versucht, auf Positionen zu verstärken, wo wir der Meinung sind, dass wir andere Charaktere brauchen, dass wir versuchen, gewisse Dynamiken aufzubrechen oder durch neue Energie zu schaffen.
ich kann nur sagen, bis jetzt macht das Training richtig viel Spaß. Die Kombination aus neuen Spielern und hier gebliebenen Spielern funktioniert für mich jetzt schon gefühlt sehr gut. Auch auf Rückfrage mit den neuen Spielern, wie wohl sie sich bei uns fühlen, war bei allen einfach zu hören, dass es richtig Leibwand da ist, dass es eine coole Mannschaft ist, super Umfeld. Und wenn man so ein Arbeitsumfeld schaffen kann als Verein, dann ist natürlich auch viel möglich. Nichtsdestotrotz haben wir mit der Vienna eine Mannschaft bei uns in der Liga. Und wie gesagt, ich möchte jetzt die anderen nicht schlecht reden, weil wie gesagt, wir waren im Vorjahr auch hinter Austria 13, die einen hervorragenden Herbst gespielt haben. Wir haben gegen Gerasdorf verloren, wir haben gegen Donnerfeld zwar gewonnen, aber die haben auch eine richtig gute Mannschaft und die wollen sie auch verstärken. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein Zweikampf wird. Also sehe ich weit entfernt davon. Nichtsdestotrotz, wenn man rein die Verstärkungen hernimmt, die beide Vereine getätigt haben, schaut es mir grundsätzlich so aus, als würden Vienna und wir uns auf alle Fälle um den Platz an der Sonne streiten. Natürlich mit, für mich, sicher noch 3-4 anderen Vereinen. Ist immer die Frage, wer wie lange durchhält. Das kann relativ schnell in eine falsche Richtung auch gehen, wenn man einen Fehlstart hinlegt. Ja, also viele Fehler, glaube ich, kann man sich nächste Saison nicht erlauben, wenn man ganz vorne stehen will. Und vielleicht wird es die Saison der Mannschaft, die wenigsten Fehler macht. Ja, wir talken ja heute um 20 Uhr auch noch mit dem Slovan HC, mit Matthias Sodl und von Mansfeld mit dem Andreas Burger. Schauen wir mal, wie die das sehen. Was wird getan? Kirill Ognjanov, der war im Sturm ziemlich ein Alleindarsteller bei den Torschützen. Wie wird man versuchen, den zu entlasten? Wird da das vielleicht das System ein bisschen umgestellt oder setzt man da stark auf den Kostic, dass der noch mehr Tore vorbereitet? Wie will man den noch mehr in Szene setzen, den Kirill? Also wenn ein 17 Mensch 20 Tore schießt, würde mir jetzt ad hoc nicht für einfallen, wie man den noch besser in Szene setzen kann. Der hat eine hervorragende Quote von eineinhalb Saisonen, glaube ich, hat jetzt also eineinhalb Saisonen gespielt und hat geschossen 39 Tore. Also das ist schon etwas sehr Beeindruckendes. Das ist halt 35 Spiele oder 36 Spiele, 39 Tore ist ja viel Respekt. Wo wir glauben, dass wir besser werden müssen, ist, dass es oft nicht nur an ihm alleine liegt oder dass er derjenige ist, der alle Tore schießen muss, sondern dass wir das einfach mehrere Schultern verteilen, dass das 4-5 Spieler machen können im Offensivbereich und da haben wir uns einfach stärkt, genau dort. Und natürlich auch die Spieler, die von hinten nachkommen bei Standardsituationen, dass die auch öfters noch vielleicht zum Handkuss kommen und ein Türchen machen können. Aber grundsätzlich soll es nicht nur darauf hinauslaufen, dass ich sage, wir müssen schauen, dass wir in Kiko besser in Szene setzen, sondern wir müssen schauen, dass wir unberechenbarer werden, dass wir auf mehreren Positionen torgefährlich sind. Ob das jetzt von der 8 weg über die 10, über die Flügel um die Spitze, ob das jetzt der Kiko vorne ist oder ob das ein anderer Spieler ist, ob es der Philipp Kostic vom Eintracht Frankfurt ist, aber der meistens am Flügel eingesetzt wird, oder ob es die anderen neuen Verpflichtungen sind, die wir haben, oder Spieler, die bereits hier waren, ist mir prinzipiell egal. Wichtig ist nur, dass alle ihren Teil dazu beitragen. Und wenn der Kiko kein Tor schießt nächstes Jahr und wir spielen trotzdem einen sehr guten Fußball, bin ich ja mal nicht böse. Also meine Grundidee ist immer, dass man versuchen sollte, im Spiel 100% rauszuholen. Wie sie sich dann verteilt, ob es eher 50% defensiv ist, 50% offensiv, also es sollten insgesamt 100 sein, bin ich ja nicht böse. Also wie gesagt, es ist ein Mannschaftssport, kein Einzelsport. Und dementsprechend haben wir uns auch offensiv sehr gut verstärkt, damit es auch in Zukunft oder der nächsten Saison einfach besser funktionieren soll. Und man wird halt auswärts auch stärker auftreten müssen, weil zu Hause ist man ja Zweiter in der Tabelle. Auswärts unter Anführungszeichen nur Sechster. Was muss man da besser machen, um auch auswärts auf eine gute Quote zu kommen? Also es liegt einmal auf alle Fälle bei uns in der Liga nicht, also für mich hoffentlich nicht gefühlt. Ich würde es nicht mitbekommen an dem Druck der Zuschauer, die uns da vielleicht aus den diversen Plätzen schreien oder weiß ich nicht, die so viel Druck machen. Sondern wir sind es gewohnt, bei uns zu Hause, wenn wir zu Hause spielen, gute Platzverhältnisse vorzufinden, einen relativ großen Fußballplatz. Je enger das Spielfeld ist, desto schwieriger ist es natürlich, Lösungen zu finden für Mannschaften, die tief stehen. Auswärts ist es dann so, dass du manchmal auf Kunstrasen spielst, die Plätze sind ein bisschen enger. Wenn du es nicht gewohnt bist, Kunstrasen zu spielen, ist es auch nicht so leicht. Das ist vielleicht nur ein kleiner Unterschied.
Und natürlich fühlen sich Mannschaften, die zu Hause fühlen, logischerweise wohler, weil sie alles kennen, weil sie wissen, wie es ausgeht oder wie es ausschaut am Platz. Ich glaube, dass wir einfach genauso spielen müssen, wie wir zu Hause spielen, was wir sehr oft machen. Und oft sind es einfach Kleinigkeiten, dass man auswärts das nötige Glück vielleicht nicht hat oder nicht erzwingt, wie zu Hause. Und im nächsten Match ist es dann komplett anders, da gewinnt man halt eine Partie. Und am Ende des Tages schaust du noch auf die Tabelle und sagst, okay, das sind Sechste in der Auswärtstabelle, obwohl man keine Ahnung hat, als Außenstehender, wie die Spielverläufe waren. Man könnte zu Hause oft die schlechtere Mannschaft gewesen sein und trotzdem gewonnen haben. Und auswärts das Spiel dominiert und dann Punkte hergeschenkt haben, unnötig. So wie es bei uns im Herbst war. Wir haben auswärts, warum auch immer, einfach sehr oft individuelle Fehler gemacht, wirklich gravierende individuelle Fehler. Das hat jetzt nichts mit der Mannschaftsleistung zu tun, sondern es war aber immer wer anderer. Es war nicht immer der gleiche, sonst wäre es auch leichter zu lösen gewesen. Sondern es hat immer irgendein anderer, irgendeinen Aussetzer gehabt. Und da kann man dann auch als Mannschaft oder als Mitspieler oder als Trainer ganz wenig machen. Ist für den betreffenden Spieler durch einmal bitter gewesen. Günstig ist, wenn man einen Fehler macht und man gewinnt trotzdem. Blöd ist, wenn man einen Fehler macht und das führt dann zum Punkteverlust. Das heißt, ich habe dieses Heim-Auswärts, Stärke-Schwäche, vor dem heute bei uns in der Liga eher weniger. Habt ihr eigentlich mit Holzgetan, Fürthaler und Kostic euer Verstärkungsprogramm oder Einkaufsprogramm abgeschlossen oder wird sich da noch was tun? Wir haben noch einige andere Spieler geholt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das schon offiziell ist. Also in Fußballfachkreisen, sagen wir mal so, haben schon andere Trainer vor mir gewusst, wen wir nächste Saison verpflichten. Was sehr interessant war, wo ich dann schon Nachrichten bekommen habe, ich habe gehört, der ist bei euch. Und ich sage, der hat nicht einmal zugesagt oder hat nicht einmal unterschrieben, also ist noch gar nichts erledigt. Aber wir haben noch 4, 5 andere Spieler unter Vertrag genommen und es wird dann, je nachdem, wie der Verein das noch handhabt, in den nächsten Tagen, Wochen dann auch veröffentlicht werden. Wenn es nicht eh schon bekannt okay, ist, bei den meisten. Also ich habe im Internet noch nichts gefunden und wie schaut es eigentlich aus? Wann ist in Wien der Saisonstart geplant? In Kärnten soll ja ab 1. August wieder alles relativ normal sein, ist ja jetzt der letzte Stand. Wie plant man da in Wien? Ich habe heute einen Artikel gelesen, wo drin gestanden ist, dass die Regionalliga mit Schulbeginn starten soll. Das heißt zu 4. 6. September. Mal schauen, wie es weiterläuft. Also ich glaube jetzt mal, man muss schon planen, also auch was die Vorbereitung betrifft, natürlich dann auch wissen, wann man beginnt. Aber grundsätzlich gehe ich auch davon aus, dass wir so Ende August, Anfang September die erste Meisterschaftsrunde spielen werden. Wie lange wir dann hinten raus spielen oder ob es dann englische Runden gibt, für uns verschiebt sich die Meisterschaft nur um 2 Wochen in der Wiener Liga, Regionalliga verschiebt sich um 4 Wochen. Das heißt, die müssen dann entweder wahrscheinlich irgendwo was noch einschieben oder hoffen, dass der nächste Winter genauso mild ist wie der vorige und dann bis Mitte Dezember spielen. Ja, ich gehe davon aus, dass es so mit Schulbeginn, dass gleichzeitig auch die Saison beginnt, wenn alles so bleibt, wie es bisher ist oder besser wird, dann gehen wir davon aus, dass es so festlegt. Bis wann müsstest du eigentlich als Trainer Trainingssicherheit haben, um deine Mannschaft punktgenau auf den Saisonstart vorbereiten zu können? 3 Wochen am Monat, wann müsstest du wissen, so am 1.9. geht es jetzt los oder am 5. Ich gehe von dem Tag aus. Also ich gehe vom Ende, also wir planen so, dass wir so vorbereitet sind, dass wir mit Anfang September meisterschaftsfit sind. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Fußballverband Anfang August sagt, wir fangen Mitte August an oder weiß ich nicht, oder vielleicht noch sagen, weiß ich, Mitte Juli, wir fangen Anfang August an, sondern dass sie einen Termin festlegen werden, der weiter hinten ist, aber nicht so weit hinten ist, dass es den Spielbetrieb vielleicht stören würde. Und dass man den an dem halt festhält, auch wenn es früher möglich wäre, weil da ja ein ganzer Rattenschwanz an organisatorischen Sachen dranhängt und so weiter. Das heißt, man wird sich auf einen Termin einigen, der doch noch weiter weg ist, dass man noch Zeit hat, aber doch nicht zu weit weg ist, damit die Meisterschaft vielleicht irgendwie ad absurdum geführt wird, wenn man irgendwelche Schneeschlammschlachten oder sonstige Sachen vielleicht gegen Ende der Saison hat oder 6-mal hintereinander eine englische Runde spielen muss, was für Amateurvereine natürlich ein Wahnsinn ist, weil bei uns ja alle arbeiten gehen und die auch nicht einfach so immer irgendwo herumfahren können.
Wie hat eigentlich der Wiener Verband die Cup-Plätze vergeben? Aufgrund der letzten Saison oder aufgrund des Herbstes? Ich mein Letztstand ist, dass diese Entscheidung noch offen ist. Ich hoffe, ich tue nicht niemandem Unrecht. Ich glaube, dass bei anderen Verbänden so war, ich glaube Salzburg war das oder was Kärnten, dass es der Cupsieger aus dem Vorjahr war oder so irgendwas plus der Meister oder irgends oder der Letzte, ich weiß es nicht. Bei uns, glaube ich, gibt es noch keine Lösung, noch nicht. Oder wird in den nächsten Tagen, Wochen, ich weiß es nicht, angestrebt. Weil Cup wird ja dann auch irgendwann einmal stattfinden, schätze ich mal. Das heißt, sie werden sich zeitgerecht einen Termin oder irgendeine Lösung einfallen lassen müssen. Stärkste Cup-Jahr bis jetzt von Elektra war ja 1973, 74, als man erst in der vierten Runde gegen Rapid ausgeschieden ist. Und was viele vergessen, Elektra hat ja auch eine Saison in der Staatsliga gespielt. 1950, wie geht's dem Club jetzt? Du wirst ja da auch Kontakt haben zum Präsidenten, zu Manfred Huber und zur Obfrau, zur Vanessa Schober. Was hat der Corona für den Club für Auswirkungen? Sind Sponsoren abgesprungen oder wie schaut's da aus? Hat man da Einbußen hinnehmen müssen, außer natürlich aus den Heimspielen im Frühjahr, das ist klar. Ich bin jetzt in den wirtschaftlichen Teil nicht so involviert, aber da wir Untermieter sind am Elektraplatz von Rapid, ich glaube, hat uns jetzt die Platzerhaltungskosten nicht so getroffen. Wie es im Sponsoring-Bereich ausschaut, wo irgendwie der Präsident Sponsoren auftritt und wie er das macht, ist auch nicht, geht mir erstens auch nichts an. Ich würde sagen, es interessiert mich nicht, aber ich muss mich um den sportlichen Bereich kümmern. Der ist eher anstrengend genug und bedarf eher an sehr viel Zeit. Ich hätte auch gar nicht die Möglichkeit, die Kapazitäten, dass ich mich um das noch kümmere. Und das ist auch, der Manfred ist, glaube ich, genau die richtige Person für diese Aufgabe als Geschäftsmann. Und gemeinsam mit der Vanessa, also die machen das richtig gut. Sollte es Probleme geben, werden sie uns informieren rechtzeitig. Status quo, so wie es jetzt aussieht und wie wir die neue Mannschaft zusammengestellt haben, sehe ich grundsätzlich keine Probleme. Aber wie gesagt, ich bin ein Teilhabender oder ein Mitmachender Außenstehender, was den wirtschaftlichen Bereich betrifft. Wie schätzt du eigentlich die Spielstärke der Wiener Liga allgemein ein? Ihr als Kärntner tut mir da jetzt schwer, also Kärntner Liga weiß ich, aber wie schätzt du die jetzt österreichweit ein? Sie genießt ja einen sehr guten Ruf, sage ich einmal, die Wiener Stadtliga. Ich kenne jetzt die anderen Landesligen nicht wirklich, außer die niedersächsische Landesliga und die burgenländische Landesliga. Ich könnte mir vorstellen, dass der Wiener Fußball sicherlich in Österreich zur besseren Hälfte gehört, schon allein aufgrund der Tatsache, dass wir heute halt einen sehr großen Einzugsbereich haben mit Wien, mit 2 Millionen, wenn man das Umland auch noch dazu nimmt, sind sehr viele Menschen, die da unterwegs sind. Das heißt, man hat auch eine größere Möglichkeit, auf Spieler zuzugreifen. Plus man hat einige Vereine auch im Umfeld, die also mit Rapid, mit Austria, mit FAC, Sportclub, die weiter oben spielen. Wo es dann Amateurvereine gibt oder Amateurmannschaften dazu, mit jungen Spielern, wo man dann vielleicht auch Spieler sich ausbauen kann und so weiter. Also ich glaube, dass wir nicht so schlecht dastehen im Österreich-Vergleich. Kommt halt sehr selten vor, dass man sich da messen kann, außer in Vorbereitungsspielen. Und da ist es auch so, dass man jetzt zwingend auf Tirol fahren, um dort zu spielen und zu schauen, ob wir eh gut sind oder nicht so gut sind. Sondern wir halten uns da eher auch im Wiener Bereich auf oder vielleicht im näheren Umfeld, im Landesliga-Bereich. Und die Vorbereitungsspiele gegen die Landesligisten sind sehr oft ausgeglichen, wobei wir in den letzten Jahren immer zu den Top 3 Mannschaften in der Wiener Liga gehört haben. Aber die Ergebnisse von anderen Vereinen aus unserer Liga gegen Landesliga-Vereine sind jetzt nicht so, dass man sagt, wir wären da schlechter oder besser. Ich glaube, das hält sich ungefähr die Waage so im östlichen Bereich. Ich kann den westlichen Bereich ganz schlecht einschätzen, weil ich damit zu meinem Leidwesen sehr, sehr wenig zu tun habe. Bevor wir zum Abschluss kommen, wir würden jetzt jeden Tag vor den Fernsehgeräten sitzen, wahrscheinlich eine tolle Europameisterschaft verfolgen, die wurde ja um ein Jahr verschoben. Österreich hat ein sehr starkes Team. Wie schätzt du die Chancen der Mannschaft von Franco Foda, dessen Vertrag ja meiner Meinung nach zum Glück verlängert wurde, ein? Ich glaube, so eine gute Mannschaft haben wir lange nicht mehr gehabt. Ich glaube nicht, dass es nur an den Spielern liegt. Ich glaube, das ist das ganze Team, das da zusammenarbeitet. Vom Trainer weg über das ganze Analyseteam, das es gibt, über
Der ganze Staff, der dazugehört, plus natürlich auch die Spielerselektion, welche Spieler mitgenommen werden und so weiter, die jetzt da bei Vereinen spielen, wo sie wichtige Aufgaben haben. Man ist schlecht in die Quali gestartet, hat sie aber dann richtig gut erfangen. Also ich habe ihnen sehr gerne zugeschaut bei den Spielen. Man kann sehr viel erkennen. Ich finde es richtig toll, wie sie das entwickelt hat. Also es hat Phasen gegeben in meinem Leben, wo ich nicht gern, immer angeschaut, das österreichische Nationalteam, aber wo ich zugeschaut habe, habe ich gedacht, pff, da war alles andere schöner als da zuschauen, weil das war so schlecht. Unabhängig jetzt von den Spielern, die mitgespielt haben, also wie die Spieler nicht so nahe treten. Aber ich glaube, dass jetzt einfach sehr viel, ob das jetzt im menschlichen Bereich, fachlichen Bereich aufkommt, dass da einfach sehr viel zusammenpasst. Und wenn wir jetzt nicht spielen, ist es überhaupt nicht so tragisch. Das haben wir ein Jahr Zeit, dass wir sich noch länger drauf. Eine Vorfreude ist ja die schönste Freude. Dann werden wir nächstes Jahr dort einen guten Fußball zeigen. Und ich hoffe nicht, so wie beim letzten Mal, wie wir sie qualifiziert haben, dass man glaubt, man ist wieder Selbstläufer. Es sind auch einige Spieler dabei, die vielleicht aus den letzten Erfahrungen gelernt haben und das jetzt besser machen wollen, diese Scharte vielleicht auswitzen. Ich bin überzeugt, dass wir den Grunddurchgang überstehen können und in den direkten Duellen ist dann eh immer im Cup-Modus ist so viel möglich, wie weit es dann wirklich geht. Grundsätzlich wäre, glaube ich, das erste Ziel, dass man sagt, man übersteht mal die Gruppe und kann sie mal dann, je nachdem, gegen wen man spielt, vielleicht tut dann einen guten Eindruck hinterlassen und in 90 oder 120 Minuten ist alles möglich. Der Stamm der Mannschaft von Franco Foda steht ja. Siehst du noch Leute, denen du es zutraust, mitzufahren? Ich denke da zum Beispiel an den Baumgartner von Hoffenheim, der da sensationelle Leistungen bringt. Oder glaubst du, das wird schon circa so bleiben mit den Leuten, die jetzt immer dabei waren? Also ich traue dem Teamchef und seinem Team sehr wohl zu, dass sie alle potenziellen Spieler, die in Frage kommen, genauestens beobachten, was ich nicht mache, weil ich nicht die Zeit dafür habe und auch bei Kastaf und wie gesagt, wie auch immer. Also die werden auf alle Fälle die richtigen Entscheidungen treffen. Und ob sie richtigen waren, wird man im Nachhinein beurteilen können. Schade ist ja, dass im Fußball sehr viel am Erfolg und Misserfolg hängt und nicht an der Arbeit selbst. Deswegen werden die Leute dann sagen, ja, wenn es nicht gelaufen ist, na, dann hätte er den und den noch mitnehmen können. Und wenn er den und den mitgenommen hat und es ist nicht gelaufen, werden alle sagen, na, wieso hat er den und den mitgenommen? Also man kann es im Prinzip nicht richtig machen oder falsch machen. Ich glaube an den Teamchef und an seine Arbeit und an seinen Staff. Und ich bin überzeugt davon, dass wir eine gute Rolle spielen können. Aber das hängt natürlich auch von den ganzen Teilnehmern ab, die da am Platz unterwegs sind, wie sie die dann präsentieren. Einem jeden Recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Da hast du absolut recht. Ich sage danke für einen ganz tollen Talk. Ich hoffe, den können wir vielleicht spätestens zum 100-jährigen Jubiläum, vielleicht sogar dann zum Meistertitel in der Wiener Stadtliga wiederholen. Liebe Grüße an alle deine Kollegen im Club und ich hoffe, wie gesagt, auf eine Wiederholung. Liebe Sportfreunde, wir sind heute um 20 Uhr wieder da. Dann talken wir mit Matthias Sodl von Slovan HC und mit Andreas Burger von Mansfeld. Wenn ihr öfter solche Talks sehen wollt, geht's einfach auf Sportfan oder auf Platin TV und liked die Seiten auf Facebook. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dir auch noch einmal einen schönen Abend. Liebe Grüße an deine Frau und an deinen Junior. Vielleicht kommt ja da der nächste Nationalspieler in 19, 20 Jahren. Und wirst du dir heute noch ein bisschen Fußball anschauen? Ich werde jetzt mal dann mit meiner Frau gemeinsam den Sohn schlafen legen. Mal schauen, wie lange das dauert. Und ja, dann vielleicht ein bisschen Zeit mit der Frau verbringen. Und ich glaube eher nicht, wenn, und schauen wir die Ergebnisse heute an. Okay. Spätestens um 22 Uhr Barcelona kennt man sich auf jeden Fall anschauen. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal und viel Erfolg in der nächsten Saison. Danke. Danke, danke, danke. Ciao. Danke fürs Interview. Ciao, ciao. Ciao.